Inside Politics. So, Sven Knoll, Landtagsabgeordneter im Südtiroler Landtag und Fraktionschef der Südtiroler Freiheit, ist heute in der Episode 15 von Inside Politics. Zur Erklärung, wir haben uns heute sozusagen getroffen im Vorfeld. Ganz kurz nur, weil der Sven und ich haben das letzte Mal vor 2 Monaten, die Geschichte dauert ja schon länger, es nicht geschafft. Daher sind dann auch die eigentlichen Fragen als Balkongespräch getarnt. Dazu komme ich dann noch später. Sven, heute haben wir das Thema Selbstbestimmung gehört. Was ist jetzt dein Fazit zu dieser Tagung, zu den Gesprächen, die jetzt auf der Universität Innsbruck heute präsentiert worden sind? Es war für uns eine sehr interessante Tagung, weil man zum einen einmal aus wissenschaftlicher Sicht, also aus völkerrechtlicher Sicht, das Selbstbestimmungsrecht durchleuchtet hat, aufgezeigt hat natürlich, dass die Situationen nicht nur in Europa, sondern weltweit sehr individuell sind. Wir hatten hier ja heute auch Vertreter aus Quebec, die ganz klar auch auf juridischer Ebene das Recht auf Selbstbestimmung für sich postuliert haben. Wir haben aber natürlich gesehen an der anschließenden Diskussion, dass das Problem der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts oft weniger ein juridisches Problem, auch nicht so oft ein faktisches Problem, sondern sehr oft ein politisches Problem ist. Sprich, es fehlt oft am politischen Willen. Einer der Teilnehmer hat ja auch die Frage gestellt, was hier so der Unterschied beispielsweise zwischen den Volksabstimmungen in Katalonien, Schottland und Südtirol wäre. Und hier muss man einfach sagen, dass Schottland und Katalonien Regierungen haben, die nach Unabhängigkeit streben, die dieses Recht auf Selbstbestimmung auch für sich und ihr Volk eingefordert haben, während das beispielsweise in Südtirol die derzeitige Regierung noch nicht macht. Das ist, glaube ich, eine der großen Erkenntnisse, die wir heute hier von der Universität mitnehmen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht so sehr ein juridisches Phänomen, sondern eigentlich vielmehr ein faktisches Phänomen ist. Also man kann wirklich von der normativen Kraft des Faktischen sprechen, wenn man das Selbstbestimmungsrecht möchte. Wenn ein Volk dieses Recht für sich in Anspruch nehmen will, dann wird es dieses Recht irgendwann bekommen. Wenn ein Volk dieses Recht nicht mehr in Anspruch nimmt, dann wird es dieses Recht auch nicht mehr bekommen. Kurze Frage noch, weil den Rest hast du mir ja schon beantwortet. Jetzt gibt es immer wieder die Diskussion in Österreich, wenn Südtirol, ihr habt die Doppelstaatsbürgerschaftsdiskussion, ja, wenn Südtiroler sozusagen sich immer nur die Butter vom Brot holen wollen. Wie schaut es dann aus mit der Diskussion von wegen Wehrpflicht für Südtiroler, wenn sie die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen oder andere Verpflichtungen, die sie gegenüber den österreichischen Staaten eingehen müssten? Ja, das sind leider, das stellen wir immer wieder fest, diese Falschinformationen, auch dieses Rosinen aus dem Kuchen picken, wie es so schön oft heißt. Das stimmt einfach nicht, denn die Südtiroler wollen ja keine Sonderstellung in Bezug auf die Staatsbürgerschaft, sondern die Südtiroler wären, wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft als Doppelstaatsbürgerschaft bekämen, ganz normale Auslandsösterreicher, so wie jeder österreichische Staatsbürger, der außerhalb der Republik Österreich seinen Hauptwohnsitz hat, ja auch als Auslandsösterreicher gilt und hätten dieselben Rechte und Pflichten wie diese Auslandsösterreicher. Und eins noch, heute hat Landeshauptmann Kompatscher dir öfter sozusagen zugestimmt. Merkt man schon langsam, dass die ÖSVP einknickt oder dauert das noch? Nein, das weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, hoffentlich nicht mehr so lange, aber was man einfach merkt, ist, dass das Thema Selbstbestimmungsrecht salonfähig geworden ist. Das hat man über Jahrzehnte versucht, einfach zuerst lächerlich zu machen, dann hat man es bekämpft und jetzt merkt man, dass auch die Mehrheitspartei erkennt, dass immer mehr Bestrebungen, sei es im eigenen Volk, aber auch in anderen Regionen Europas in Richtung Selbstbestimmung gehen und dass man sich anfängt, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Es war beispielsweise bis vor einem Jahr nicht möglich, im Südtiroler Landtag einen Landtagsbeschluss umzusetzen, der sich dazu bekennt, dass Südtirol beispielsweise gegen den Willen des Volkes von Österreich abgetrennt wurde, dass das ein Unrecht ist und dass das Selbstbestimmungsrecht auch Südtirol zusteht. Das wäre unter der Regierung Durnwalder nie möglich gewesen. Jetzt mit der neuen Landesregierung, auch mit dem Druck, den wir beispielsweise durch unser Referendum aufgebaut haben, ist das jetzt möglich gewesen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil wir heute hier an der Universität auch gehört haben, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umsetzung und Durchführung des Selbstbestimmungsrechts ist, dass dieses Recht auf Selbstbestimmung auch gefordert wird und vom eigenen Volk auch anerkannt wird. Und da hat der Südtiroler Landtag mit unserem Beschlussantrag, der genehmigt wurde, eine sehr wichtige Vorarbeit geleistet. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs kurze Interview. Das lange seht ihr jetzt dann gleich. Und auch natürlich von mir und wahrscheinlich auch von Sven ein frohes neues Jahr an alle. Alles Gute.
So, jetzt machen wir gleich weiter. Inside Politics, Folge 15, Interview mit Sven Knoll. Heute auch eine kleine Premiere mit unserer neuen Kamera, weil die gute alte Flip hat den Geist aufgegeben. Dieses hübsche Gerät hat uns etliche Sendungen begleitet. Letztens hat der Speicher nicht mehr funktioniert und der Akku hat sich auch entschieden, nicht weiter zu machen. So, und weil bei uns einiges neu ist, jetzt auch mein neues Gerät. Das ist ein sogenanntes Tablet, wie das vielleicht auch manche schon kennen. Und da stehen in Zukunft auch ganz praktischerweise meine Fragen drauf. Das hat dann so eine Art Teleprompter-Effekt. So. Sven, was ist die Südtiroler Freiheit? Was sind eure Ziele und wie macht ihr darauf aufmerksam? Die Südtiroler Freiheit ist eine politische Bewegung, die im Jahr 2007 gegründet wurde, mit dem einen großen Ziel, die Selbstbestimmung für Südtirol zu erreichen. Seit ihrer Gründung hat die Südtiroler Freiheit immer wieder durch Aktionen auf dieses Thema aufmerksam gemacht und somit Stück für Stück das Thema Selbstbestimmung wieder in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion in Südtirol gerückt. Und auch die politischen Entwicklungen, die derzeit in ganz Europa stattfinden, nehmen wir als Beispiel hier nur Schottland und Katalonien, zeigen, dass dieser Drang nach Abstimmung, also dieses Bedürfnis der Bevölkerung, selbst über die eigene Zukunft entscheiden zu können, immer mehr Geltung bekommt und somit natürlich auch in Südtirol zu einer ganz starken Diskussion geführt hat. Was hat dich zur Opposition gegen Italien gebracht? Immerhin bist du hier aufgewachsen und hast hier die Schule besucht. Fühlst du dich als Österreicher in einem besetzten Land? Wer in Südtirol geboren ist oder hier aufgewachsen ist, der merkt eigentlich recht bald, dass in diesem Land irgendetwas nicht stimmt. Es hat einmal in den 90er Jahren eine Musikgruppe gegeben, die dieses Gefühl eigentlich durch einen Musiktitel recht einprägsam auf den Punkt gebracht hat. Dieser Musiktitel hatte den Namen Heimat unter fremden Fahnen. Und das bringt sehr gut zum Ausdruck das Gefühl, das viele Südtiroler empfinden. Das heißt, dass die eigene Heimat zu einem Staat gehört, zu dem sie eigentlich nicht gehören sollte, weder wirtschaftlich noch kulturell. Dass man zu einem Staat gehört, zu dessen Zugehörigkeit man sich nicht freiwillig entschieden hat, aber vor allem mit dem man nichts gemeinsam hat. Und natürlich, dass man es spürt, dass zu Nord- und Osttirol Verbindungen da sind, nicht nur geschichtliche, sondern sehr oft auch familiäre Verbindungen, freundschaftliche, aber vor allem natürlich kulturelle und sprachliche Verbindungen, die gewaltsam getrennt wurden. Und das empfindet man in Südtirol sehr, sehr stark. Ich selbst kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, mit 9 oder 10 Jahren das erste Mal meine Eltern darauf angesprochen habe, warum wir eigentlich zum Staat Italien gehören, wo wir doch eigentlich Österreicher sind. Und deswegen kann man eigentlich meine persönliche Wahrnehmung der Identität ganz klar auf den Punkt bringen, dass ich mich als Österreicher, als österreichische Minderheit im italienischen Staat empfinde. Seit 40 Jahren gibt es nun die Autonomie Südtirols. Hat es überhaupt noch Sinn, über die Selbstbestimmung Südtirols zu reden? Gelten doch aus der Fernsicht deine Landsleute als sehr zufrieden mit dem Autonomiestatut und wollen doch eher bei Italien bleiben? Das Autonomiestatut, das den Südtirolern nach dem Zweiten Weltkrieg gewährt wurde, war sicherlich eine Zeit lang eine annehmbare Übergangslösung. Es war ja ein temporärer Ersatz für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, die den Südtirolern sowohl nach dem Ersten als aber vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg verwehrt wurde. Und diese Autonomie hat sicher eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Sie hat dazu beigetragen, dass sich die Situation stabilisieren konnte, dass sich Südtirol wirtschaftlich und politisch weiterentwickeln konnte. Ich nenne hier vor allem eine der wichtigsten Säulen, den Proporz. Das heißt, es gibt in Südtirol ja alle 10 Jahre eine Volkszählung, wo anhand der geltenden Zahlen beispielsweise die öffentlichen Stellen ausgeschrieben werden. Das heißt, wenn 75% der Bevölkerung einer Muttersprache sind, dann bekommt dieser Bevölkerungsanteil 75% der öffentlichen Stellen. Und das hat natürlich vor allem dazu geführt, dass die Südtiroler nicht mehr auswandern mussten, denn vor allem in den 50er und 60er Jahren war es ja so, dass gerade öffentliche Stellen nur noch für italienischsprachige Bürger vorgesehen waren und dass die Südtiroler effektiv auswandern mussten, um eine Arbeitsstelle zu bekommen.
Das hat in den letzten 40 Jahren zu einer Stabilisierung Südtirols geführt. Aber nach 40 Jahren stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie soll es mit diesem Land weitergehen? Denn die Autonomie bedeutet nicht nur eine Trennung der Volksgruppen, sondern sie bedeutet in einem gewissen Punkt auch einen Stillstand. Und Stillstand gibt es in der Geschichte nicht. Und wir sehen ja, was in den letzten 25 Jahren allein in Europa passiert ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Südtirol, insofern, dass sich weite Teile der Bevölkerung die Frage stellen, wie geht es mit unserem Land weiter, wie wird sich Südtirol weiterentwickeln, und da muss die Politik natürlich auch Antworten geben und vor allem auch neue Perspektiven zulassen. Und hier kommt das Thema Selbstbestimmung ganz, ganz stark zum Tragen, weil einfach viele Menschen in Südtirol diesen Wunsch haben, selber entscheiden zu können, wie es mit dem Land politisch und kulturell weitergeht. Welche Probleme hat Südtirol und wo steht die Autonomie heute? Wo gibt es Abstriche in der Autonomie und wie kann man die Probleme lösen, mit denen Südtirol konfrontiert ist? Die Südtirol-Autonomie hat zwar den großen Vorteil gebracht, dass man das Land ein Stück weit unabhängiger machen konnte. Das heißt, es wurden ja viele Kompetenzen nach Südtirol geholt. Das heißt, ein großer Teil beispielsweise der öffentlichen Verwaltung liegt nun nicht mehr beim Staat, sondern beim Land Südtirol. Aber diese Verwaltung ist natürlich irgendwo auch auf die Umsetzung angewiesen, das heißt beispielsweise auf die Finanzierung angewiesen, ist aber auch darauf angewiesen, sich auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen einstellen zu können. Und wir merken immer mehr, dass die Autonomie nicht in der Lage ist, sich wirklich im Kern zu verändern, ohne damit die Identität und vor allem den Fortbestand der Identität der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung im italienischen Staat zu gefährden. Das heißt, es braucht irgendwo etwas Neues, es braucht eine Neuentwicklung, und wir sehen, dass die Autonomie in diesem Sinne eine Übergangslösung war. Sie ist aber nicht der Endpunkt der Südtiroler Geschichte. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir erkennen müssen, dass die Autonomie einen Stillstand des Landes mit sich bringt, dass die Autonomie auch irgendwo an ihre Grenzen gestoßen ist und dass sich jetzt für Südtirol die Frage stellt, in welche Richtung sich das Land weiterentwickeln soll. Es gibt natürlich von Seiten der derzeitigen Regierungspartei nicht wirklich ein starkes Bestreben, an der Situation etwas zu ändern, auch weil damit natürlich Machtverhältnisse und so weiter in Frage gestellt würden. Aber die Bevölkerung drängt immer mehr auf eine Lösung dieser Frage, und vor allem die derzeitigen Entwicklungen in Europa, die ja aufzeigen, dass es auch andere Entwicklungen geben kann, sind für die Bevölkerung ein zusätzlicher Ansporn, hier eine Zukunftsfrage des Landes anzubrechen und hier auch von der Politik Antworten einzufordern. Laut einem Artikel der Neuen Südtiroler Tageszeitung meint der ehemalige Landeshauptmann von Lorenzo Delay, dass die Südtiroler Landesregierung besser ausgestiegen wäre bei den Budgetverhandlungen, als es das Trentino gewesen wäre. Was ist daran dran? Was nicht? Weil immerhin ab 2018 zahlt man doch mehr. Wer hat da eigentlich jetzt wen über den Tisch gezogen? Und ist die Übereinkunft, dass Südtirol nun die Steuern selbst einnimmt, bevor es die Rom-Zuständen 10%, weil 90% bleiben ja bei Südtirol, überweist, ein Feigenblatt oder tatsächlich ein Fortschritt in der Autonomie? Die Südtirol-Autonomie hat einen großen Schwachpunkt, und das ist die Abhängigkeit. Das heißt, obwohl Südtirol sich in weiten Teilen selbst verwalten kann, obwohl das Verhältnis der Sprachgruppen stabilisiert werden konnte, ist die Südtirol-Autonomie nicht in der Lage, sich von innen heraus weiterzuentwickeln, sondern sie ist von äußeren Umständen abhängig. Das heißt, zu einem großen Teil auch vom Wohlwollen der jeweiligen italienischen Regierung. Um das auf den Punkt zu bringen: wenn in Italien eine Regierung an der Macht ist, die Autonomie freundlich ist, dann entwickeln sich Dinge im Sinne Südtirols weiter. Wenn eine Regierung an der Macht ist, die von Autonomie nichts wissen möchte und eher auf Zentralismus ausgerichtet ist, dann entwickelt sich das nicht im Interesse Südtirols. Und hier merken wir, dass in den letzten Jahren nicht mehr so sehr die politische Einstellung zur Autonomie im Vordergrund steht, sondern vor allem die wirtschaftliche Entwicklung.
Die wirtschaftliche Situation in Italien ist nicht nur schlecht, sondern die ist ohne Übertreibung desaströs. Es gibt einige Volkswirtschaftler, die immer wieder diesen Spruch anbringen, dass Italien eigentlich das lebende Beispiel dafür ist, dass es ein Leben auch nach dem Tod gibt. Denn dieser Staat ist heillos verschuldet, ist nicht mehr in der Lage, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes zu lösen. Und das merken wir jetzt auch in Südtirol, hat Auswirkungen auch auf die Politik und die gesellschaftliche Entwicklung in Südtirol, denn wenn der italienische Staat kein Geld mehr hat, vor allem wenn der italienische Staat hoch verschuldet ist, dann muss er zusehen, wo er Geld bekommt, wo er sich Geld holen kann, und er ist auch teilweise nicht mehr in der Lage, diese dezentrale Verwaltung, die in den letzten 20 Jahren eingeschlagen wurde, aufrechtzuerhalten. Das heißt, es wird alles wieder konzentriert auf einen Zentralstaat und somit auch autonome Befugnisse wieder in Frage gestellt. Und genau diesen Prozess merken wir derzeit, dass der italienische Staat Stück für Stück der autonomen Kompetenzen, die Südtirol in den letzten Jahren für sich ausverhandeln konnte, einfach in Frage stellt und dass damit auch strukturelle Veränderungen in Südtirol nicht mehr möglich sind, beziehungsweise dass auch ein Stück weit des Wohlstandes in Südtirol durch die desaströse Wirtschaftssituation in Italien gefährdet wird. Wir sehen das beispielsweise dadurch, dass geltende Finanzabkommen mit dem italienischen Staat einfach nicht mehr eingehalten werden. Der italienische Staat hat ja mit Südtirol ein Finanzabkommen, welches genau das Verhältnis der Steuereinnahmen zu den Rückflüssen nach Südtirol regelt. Das heißt, von den 100% Steuern, die in Südtirol eingehoben werden, gehen 90% an das Land Südtirol zurück. Nicht aber, weil der italienische Staat uns dieses Geld schenkt, sondern weil Südtirol damit Kompetenzen ausübt, die der italienische Staat teilweise auch nicht mehr in der Lage war auszuüben. Als Beispiel sei hier die Straßenverwaltung, die Straßeninstandhaltung genannt. Dieses Finanzabkommen ist in den letzten Jahren von Italien zusehends in Frage gestellt worden. Der italienische Staat schuldet uns inzwischen über 5 Milliarden Euro, die er weder zurückzahlen kann noch zurückzahlen will. Wir haben in der Zeit in Südtirol eine starke Diskussion, was beispielsweise die Zukunft der Bezirkskrankenhäuser anbelangt, weil der italienische Staat Sparmaßnahmen vorsieht, die unter anderem dazu führen würden, dass auch die Existenz der Bezirkskrankenhäuser in Südtirol gefährdet ist. Und da kommt natürlich schon bei der Bevölkerung die Frage auf, welche Zukunft hat unser Land, welche Zukunft hat Südtirol in einem Staat, der wirtschaftlich kurz vor dem Bankrott steht. Fühlen die Parteien im Landtag sich übergangen, weil die Landesregierung dies ohne eure Zustimmung beschlossen hat? Und wie sieht es nun mit dem von Rom vertragswidrig einbehaltenen Geldern, immerhin 3,4 Milliarden Euro, und den Klagen vor dem VfGH gegen die italienische Regierung aus? Da der italienische Staat sich in den letzten Jahren nicht mehr an die Finanzvereinbarungen gehalten hat und dem Land Südtirol ja bisher Milliarden bereits schuldet, und es gibt ja unzählige Klagen inzwischen auch des Landes Südtirol vor dem Verfassungsgerichtshof, weil wesentliche Bestimmungen des Autonomiestatutes nicht mehr eingehalten werden, wurde jetzt zum zweiten Mal ein Finanzabkommen mit dem italienischen Staat ausgehandelt, das aus unserer Sicht für Südtirol keine positiven Entwicklungen bringt, weil zum einen Südtirol auf geltendes Recht verzichten muss. Das heißt, es muss auf über 3 Milliarden Euro schlichtweg einfach verzichtet werden. Das ist aber Geld, das Südtirol zusteht. Zum anderen hat der italienische Staat dem Land Südtirol durch diesen Verzicht aber nicht neue Kompetenzen zuerkannt, sondern lediglich so ein halbseidenes Versprechen abgegeben, dass man nicht weitere Kompetenzen streichen wird, wenn es dem italienischen Staat zukünftig nicht weiterhin noch schlechter gehen wird. Und wer die derzeitige Wirtschaftssituation in Italien kennt, der weiß, dass das nicht eine Frage ist, ob es dem italienischen Staat schlechter gehen wird, sondern dem geht es effektiv jeden Tag schlechter. Und das ist aus unserer Ansicht daher auch kein gutes Finanzabkommen, weil es dem Land Südtirol, zumindest langfristig betrachtet, keine Sicherheit bringt. Es ist jetzt auch mit dem Trentino ein neues Finanzabkommen gemeinsam ausgehandelt worden, was die Regelung der Finanzen zwischen diesen beiden Ländern auch ein bisschen ausgleicht, denn bisher hat Südtirol ja mehr zahlen müssen. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, der das Problem an sich nicht löst. Denn das Problem, und das sagen nicht jetzt wir als Südtiroler Freiheit, sondern das sagen auch Volksexperten der Südtiroler Wirtschaft, ist die Zugehörigkeit zum italienischen Staat, ist die Problematik, dass man sich in einem Staat, der sich nichts mehr leisten kann, auch nicht wirtschaftlich entwickeln kann. Und hier braucht es in absehbarer Zeit eine Lösung, denn ansonsten wird Südtirol mit diesem Schiff Italien untergehen. In Italien gibt es
noch zahlreiche Gesetze aus dem Faschismus, die eigentlich das Land in seiner Entwicklung behindern. Woran liegt das und warum scheitern die Regierungen daran, dies zu ändern, respektive gibt es keinen Willen dafür, dies zu ändern? In Italien gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt noch eine ganze Reihe von Gesetzen, die aus der Zeit des Faschismus stammen. Dieser berüchtigte Codice Rocco, also dieses Gesetzbuch des italienischen Staates, beruht ja auf der Zeit des Faschismus, wurde dort verfasst. Und dort sind ganz interessante Artikel bis heute noch in Kraft, mit denen gerade in Südtirol immer wieder Probleme entstehen, wie beispielsweise dieser Artikel Schmähung der italienischen Fahne. Früher gab es beispielsweise die strafliche Verfolgung über anti-italienische Tätigkeit im Ausland. Das heißt, wenn ich beispielsweise als Abgeordneter in Österreich oder Deutschland einen Vortrag gehalten hätte, mit dem ich darauf aufmerksam gemacht habe, welche Missstände in Italien herrschen, welche politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten es in Italien gibt, dann hätte mir eventuell sogar eine Verurteilung wegen anti-italienischer Tätigkeit im Ausland gedroht. Ein Teil dieser Gesetzgebung ist vor allem durch das EU-Recht entschärft worden, nicht aus eigenem Antrieb Italien, sondern weil es einfach mit dem EU-Recht nicht mehr vereinbar war. Es gibt aber noch sehr viele Bestimmungen und wir sehen leider, dass es in Italien nicht sehr viele Bestrebungen gibt, diese Bestimmungen zu entfernen. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Verbrechen aus der Zeit des Faschismus in Italien nie aufgearbeitet wurden. Es gab in Italien in dem Sinne nie eine Entnazifizierung, wie es eine solche beispielsweise in Deutschland oder in Österreich gegeben hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte plötzlich niemand mehr Faschist gewesen sein. Und diese Politik spürt man in Italien und somit in Südtirol bis zum heutigen Tage. Und bestes Beispiel dafür ist ja der derzeitige italienische Staatspräsident Napolitano, der in seiner Jugendzeit ein glühender Faschist war, der dann nach dem Faschismus, also nach dem Zweiten Weltkrieg, plötzlich zum Kommunisten geworden ist und heute sozusagen bei den Sozialdemokraten angelangt ist. Und hier sieht man, dass Italien einfach bis heute diesen Umgang mit der Geschichte noch nicht gewagt hat, diese Aufarbeitung vor allem der Geschichte bis heute noch nicht gewagt hat. Und das sehen wir vor allem in Südtirol. Es gibt in Südtirol ja noch eine ganze Reihe von Denkmälern, die nicht nur den Faschismus verherrlichen, sondern die beispielsweise auch die Gräueltaten, auch den Völkermord, den der Faschismus in Äthiopien begangen hat, verherrlichen. Und da bestehen leider bis zum heutigen Zeitpunkt keine wirklichen ernstzunehmenden Bestrebungen, diese Gesetzgebung aus der Zeit des Faschismus abzuschaffen, aber vor allem noch viel weniger, sich mit dieser Zeit des Faschismus effektiv und inhaltlich auseinandersetzen und diesen aufzuarbeiten und dann in der Folge natürlich auch ganz klar zu verurteilen. Du sprichst gerne vom Brain Drain, also der Abwanderung junger Menschen. Woran liegt das und lässt sich das in absolute Zahlen fassen? Dass die desolate Wirtschaftssituation in Italien auch bereits gravierende Auswirkungen auf Südtirol hat, merken wir vor allem an dem sogenannten Abfluss von akademischen Kräften. Das heißt, es gibt zwar in Südtirol seit einigen Jahren eine eigene Universität, die Landesuniversität ist aber weiterhin Innsbruck. Und die meisten Südtiroler studieren entweder in Deutschland oder Österreich, einige auch in Italien. Und wir müssen leider feststellen, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele von diesen Studenten, die außerhalb Südtirols studiert haben, nach dem Abschluss ihres Studiums nicht mehr nach Südtirol zurückkehren, weil sie entweder in Südtirol keinen Arbeitsplatz finden oder in Südtirol nicht der Studientitel anerkannt wird oder auch nicht die gleichen Gehälter gezahlt werden, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und das ist für Südtirol natürlich eine problematische Entwicklung, denn da wandern effektiv nicht nur Fachkräfte, sondern auch Fachwissen ab. Und das hat gravierende Auswirkungen auf Südtirol, die wir vielleicht jetzt noch nicht so in dem Maße spüren, aber die wir in den nächsten Jahren sehr, sehr stark zu spüren bekommen werden. Es gibt jetzt bereits Warnungen davor, dass wir in den nächsten Jahren einen akuten Ärztemangel in Südtirol haben werden, weil eben Jungärzte nach Abschluss ihres Studiums nicht mehr nach Südtirol zurückkehren. Und da geht Südtirol ein Stück weit eine ganze Generation verloren und damit auch die Chance, sich in Zukunft weiterzuentwickeln. Eure politische Kernforderung ist die Selbstbestimmung mit offenem Ausgang auszulösen. Ist das ein Thema mit großem Rückhalt in der Bevölkerung? Für wen ist das ein Thema? Und wie soll das aussehen? Es gibt ja auch andere Parteien und Organisationen, wie zum Beispiel die SVP oder die Freiheitlichen oder Schützenbund, Gewerkschaften etc., die auch eigene Vorschläge haben. Was ist da eigentlich euer Hauptziel?
Um auf all diese Probleme eine Antwort geben zu können, hat die Südtiroler Freiheit das Selbstbestimmungsrecht der Völker in den Mittelpunkt ihrer politischen Tätigkeit gestellt. Das heißt, wir möchten für Südtirol eine Volksabstimmung, das heißt eine demokratische Abstimmung darüber, ob Südtirol weiterhin zum italienischen Staat gehören soll oder ob Südtirol, das wären die zwei Optionen, entweder ein eigener unabhängiger Staat werden sollte oder die Wiedervereinigung mit Nord- und Osttirol im Staate Österreich anstreben sollte. Wir lassen den Ausgang ganz bewusst offen, weil eine Reihe von Fragen zum heutigen Zeitpunkt einfach noch nicht beantwortet werden können. Nehmen wir als Beispiel einen eigenen Staat. Da können wir bis heute noch nicht beantworten, ob ein solch eigenständiger Staat beispielsweise automatisch in der EU bleiben würde, ob der Euro als Währung beibehalten werden könnte. Umgekehrt aber stellt sich die Frage bei einer Wiedervereinigung, was passiert dann mit den italienischsprachigen, mit der italienischsprachigen Minderheit, die dann in Österreich wäre? Wäre Österreich beispielsweise bereit, diesem wiedervereinigten Tirol dann eine weitreichende Selbstverwaltung dann eben zum Schutze der italienischsprachigen Bevölkerung zu gewähren? Das sind Fragen, die vor einer Abstimmung vorbereitet, aber vor allem beantwortet werden müssen. Und deswegen setzen wir unseren Schwerpunkt zunächst einmal auf eine Aufklärungsarbeit. Das heißt, die Bevölkerung dahingehend zu informieren, dass Selbstbestimmung nicht nur eine Utopie, nicht nur ein leeres Menschenrecht, sondern effektiv eine Möglichkeit ist, die Zukunft unseres Landes selbst zu gestalten. Gleichzeitig versuchen wir aber auch durch Publikationen, aber natürlich auch durch politische Kontakte, diese gängigen Fragen zu beantworten, um dann mit einem ganz klaren Konzept in eine Abstimmung schreiten zu können. In Südtirol gibt es eigentlich von deutschsprachiger Seite keine Partei, die bei einer Abstimmung offen für den Verbleib bei Italien stimmen würde. Nur ist die Gewichtung unterschiedlich, was diesen Weg dorthin anbelangt. Das heißt, es gibt die Mehrheitspartei, die zwar das Selbstbestimmungsrecht in ihrem Parteistatut verankert hat, die Zeit dafür aber noch nicht als reif empfindet. Die anderen deutschsprachigen Parteien sind ganz klar für die Ausübung der Selbstbestimmung. Und es ist, muss man sagen, wie meistens in der Politik, dass politische Veränderungen halt nicht von Parteien ausgehen, sondern erst dann eintreten werden, wenn der notwendige Druck von Seiten der Bevölkerung ausgeübt wird. Und daran arbeiten wir, denn eine informierte Bevölkerung, eine aufgeklärte Bevölkerung ist in der Lage, selbst über die Zukunft nicht nur nachzudenken, sondern auch Veränderungen einzufordern, und dem wird die Politik Rechnung tragen müssen. Gibt es Interesse von österreichischer Seite, an der Debatte öffentlich oder medial teilzunehmen? Und geht die ganze Sache über reine Folklore und Lippenbekenntnisse hinaus? Die offizielle Position Österreichs in der Südtirol-Frage war immer die, nicht selbst aktiv zu werden, sondern sich der Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung, dem Mehrheitsentscheid anzuschließen. Das heißt, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sich für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts ausspricht, würde auch diese Initiative von der Republik Österreich unterstützt. Diese Forderung muss aber natürlich ganz klar von Südtirol kommen. Wir merken allerdings auch, dass inzwischen auch in Österreich eine Generation von Politikern an der Regierung oder im Parlament ist, die keine persönlichen Verbindungen mehr zu Südtirol hat, die teilweise auch nicht mehr viel über das Land und dessen Geschichte weiß. Und hier ist es natürlich wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, denn nichts wäre schlimmer, als wenn wir vor einer solchen Abstimmung stehen und die maßgeblich verantwortlichen Politiker sind dann mit dieser Situation überfordert, weil sie nicht darauf vorbereitet sind. Und deswegen ist unsere Position auch jene, dass wir uns nicht auf eine Partei konzentrieren oder einer Partei in Österreich anschließen, sondern dass wir uns in der Verantwortung sehen, alle Parteien in Österreich aufzuklären, damit alle gleichermaßen überparteilich über dieses Thema mitreden können. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn es zu einer Abstimmung kommen würde, wie gesagt, und nicht nur die Politiker nicht vorbereitet wären, sondern vielleicht sogar dagegen wären, nicht weil sie an sich dagegen sind, sondern weil diese Forderung dann vielleicht nur von einer Partei in Österreich unterstützt wird. Und deswegen ist es unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung, alle gleichermaßen über die Entwicklungen in Südtirol zu informieren. Was ist das Ziel der Doppelstaatsbürgerschaftsinitiative mit Österreich? Gibt es einen politischen Konsens in Südtirol darüber, und was sagt Wien dazu? Ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit wäre natürlich die Frage der Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Südtiroler Freiheit strebt ja eine Doppelstaatsbürgerschaft an. Das heißt, wir möchten für die Südtiroler die Möglichkeit haben, zusätzlich zur italienischen Staatsbürgerschaft, die sie ja mit ihrer Geburt in Südtirol erhalten,
auch wieder die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das hätte zwei Vorteile. Zum einen wäre es eine sehr, sehr starke Absicherung der Autonomie, der Rechte der Südtiroler. Denn Italien hat immer dann, wenn es autonome Kompetenzen in Frage gestellt hat und von Seiten der Republik Österreich dann Protest eingelegt wurde, immer mit dem Argument gekontert, dass das eigentlich Österreich nichts angehen würde, weil Südtirol eine rein inneritalienische Angelegenheit ist. Wenn die Südtiroler jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft hätten, dann hätte Südtirol natürlich auch vor internationalen Gremien eine wesentlich stärkere Position, sich für die Rechte der Südtiroler einzusetzen. Denn dann wären die Südtiroler nicht nur eine altösterreichische Minderheit, sondern dann wären das ja effektiv Staatsbürger der Republik Österreich, für die das Parlament und die Regierung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hätte, sich einzusetzen. Und es wäre natürlich auch innenpolitisch in Österreich eine ganz andere Ausgangslage, weil dann Südtirol für die gesamte Parteienlandschaft nicht mehr nur ein, wie das so nett genannt wird, ein Herzensanliegen wäre, sondern auch eine effektive innenpolitische Frage wäre. Denn mit der Staatsbürgerschaft hängt ja auch das Recht auf Wahlen bei Nationalratswahlen und bei Bundespräsidentenwahlen zusammen. Die Südtiroler hätten dann denselben Status wie alle anderen Auslandsösterreicher, könnten also mittels Briefwahl bei diesen genannten Wahlen mitwählen. Und dort wäre es allein schon aus parteipolitischen Überlegungen für jede Partei in Österreich interessant, sich für die Rechte der Südtiroler einzusetzen, weil es dann ja auch darum geht, deren Stimmen bei den Wahlen zu gewinnen. Gibt es Überlegungen, mit einer Liste in Tirol anzutreten und den politischen Druck damit zu erhöhen? Die Südtiroler Freiheit hat derzeit nicht die Absicht, im Bundesland Tirol oder in Österreich mit einer eigenen Liste anzutreten. Nicht, weil es hier nicht Unterstützung dafür geben würde. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dieses Anliegen unterstützen. Das haben wir vor allem bei der Unterschriftensammlung zur doppelten Staatsbürgerschaft gemerkt. Nein, der Grund liegt vielmehr darin, dass ein eigenständiges Antreten natürlich zu einem Konkurrenzverhalten gegenüber anderen Parteien führen würde, die dann eben dieses Thema vielleicht anders oder ablehnender betrachten würden, weil dieses Thema dann eben von uns vertreten wird. Und das wäre nicht im Interesse der Sache. Und deswegen sehen wir unsere Aufgabe viel, viel mehr darin, mit allen Parteien über dieses Thema zu sprechen und das zu einer überparteilichen Angelegenheit zu machen, weil man damit natürlich wesentlich mehr Druck aufbauen kann, wenn es von einem breiten Parteienspektrum unterstützt wird und somit der Sache wesentlich besser dienen können. Glaubst du, dass die österreichischen Parteien euch ernst nehmen und bist du auch davon überzeugt, dass die Südtirol-Frage als auch die Krise an der Westgrenze neue Impulse für Österreich und sein Selbstbewusstsein, Selbstverständnis bieten? Da geht es eben um Triest, Venedig, Friaul, wissen wir ja schon. Soll Österreich die Schutzmacht auf diese altösterreichischen und daher auch indigenen italienischsprachigen Minderheiten erweitern und sie auch in eine eventuelle doppelte Staatsbürgerschaftsdebatte mit einbringen? Mit der Frage der Doppelstaatsbürgerschaft hängt natürlich auch die Frage des Umgangs mit den italienischsprachigen Minderheiten zusammen, die eventuell auch ein Anrecht hätten, die österreichische Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen. Österreich-Ungarn war ja ein Vielvölkerstaat, das heißt, es hat nicht eine klare Trennung nach Nationalitäten gegeben, sondern es waren die Volksgruppen, die diesen Staat ausgemacht haben. Und es gibt beispielsweise im Trentino, aber auch aktuell in Triest, ganz, ganz starke Bestrebungen, diese alten Verbindungen mit Österreich wieder aufleben zu lassen, wünschen sich auch stärkere Verbindungen, fühlen sich ihrerseits auch vielleicht gar nicht im italienischen Staat ansprechend vertreten. Und wünschen sich, wie das vor allem in Triest derzeit der Fall ist, eine stärkere Bindung zu Österreich und auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Und hier wird es natürlich auch an der Verantwortung der Politik in Österreich liegen, wie man mit diesen Bedürfnissen umgeht. Denn die derzeitige Situation in Italien lässt alle Optionen offen. Niemand weiß, wie es mit diesem Staat weitergeht. Und die Menschen wollen vor allem Sicherheit. Sie wollen Sicherheit, sie wollen Identität, sie wollen aber auch Anknüpfungspunkte, wie es mit der Zukunft weitergehen soll in ihren jeweiligen Regionen. Und hier hat Österreich nicht nur eine historische, sondern auch eine europäische Verpflichtung, hier diesen Anforderungen gerecht zu werden und sich für diese ehemaligen Staatsbürger, die ja die Triestiner gleichermaßen waren wie die Welschtiroler, sich für deren Interessen auch einzusetzen. Aber, und das, diese Ansicht teilen wir, es liegt nicht in der Verpflichtung Österreichs, hier von sich aus aktiv zu werden, sondern diese Bestrebungen müssen, wenn schon, von den jeweiligen Regionen ausgehen.
Letzte Frage von Anton Zudl aus Graz. Würdest du hinter dem Steuerknüppel sitzen wollen, der das Siegesdenkmal in Bozen abträgt? Ich glaube, jeder Südtiroler hat schon einmal davon geträumt, auf den Knopf zu drücken, der das Siegesdenkmal beseitigt. Aber es geht hier nicht um die Frage, ob dieses Denkmal zerstört werden soll. Das ist auch nicht unsere Auffassung, sondern wir wollen es beseitigen und historisieren. Das heißt, wir hätten den Vorschlag, dieses Denkmal an der jetzigen Stelle abzutragen und in ein Museum für die Gesamttiroler Zeitgeschichte einzubinden. Denn dort könnte es von seiner faschistischen Ideologie befreit werden und effektiv dann zu einem Mahnmal werden. Denn in der jetzigen Form ist es einfach kein Mahnmal. Im Gegenteil, es dient auch neofaschistischen Kreisen dazu, immer wieder diese Ideologie zu verherrlichen. Und deswegen sage ich ja, ich wäre gerne sozusagen am Knüppel des Baggers, der dieses Denkmal abträgt, aber eben nicht, um es zu zerstören, sondern um es dann in einem Museum geschichtlich aufzuarbeiten und dort auch der Nachwelt als effektives Mahnmal zu erhalten. So, das war's. Danke fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Wir kommen demnächst wieder. Ich kann jetzt noch nichts zum nächsten Gast sagen. Wir haben da noch ein paar Sachen zu klären. Aber demnächst geht es wieder weiter. Und keine Sorge, die zweite Staffel ist jetzt technisch abgesichert.